Hi, ich bin Larissa, bin 19 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb bei der SSB. Momentan bin ich im zweiten Lehrjahr. Ich will euch heute mal zeigen, was meine Ausbildung alles so beinhaltet und nehme euch einfach mal mit. Also ich fülle jetzt als erstes die Tachoscheibe auf. Während meiner Fahrt wird dann aufgezeichnet, wie schnell ich fahre. Und da stehen auch meine Daten dann drauf. Und ich schreibe jetzt die Anfangskilometer hin, also wie viel ich bevor ich fahre, habe. Schreibe das Datum hin, was wir heute haben und den Ort, wo ich jetzt losfahre. Was für mich der große Reiz am Busfahren ist, ist einfach mit dem Bus um jede Kurve zu kommen. Egal wie klein sie ist, schafft man es mit dem Bus, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Wenn man dann sieht, okay, ich bin rumgekommen und sehe einfach, ich habe noch genügend Platz. Was will man mehr? Ich dachte immer schon, der Autoführerschein ist aufregend. Klar, alles neu am Anfang mit der Kupplung und mit dem Schalten und klar, die Verkehrszeichen. Aber da man ja beim Busführerschein schon den Autoführerschein hat, kann man das insofern vergleichen einfach, dass es mit dem Bus einfach noch ein Ticken aufregender ist, weil es einfach viel größer ist, weil man viel mehr gucken muss. Beim Auto hat man es ganz schnell drin mit der Breite und mit dem Bus ist einfach nochmal was ganz anderes. So, wir sind jetzt hier in der Werkstatt und hier beginnen erstmal die Servicearbeiten. Dazu gehört das Tanken. Die Ausbildungsstationen sind einfach wahnsinnig. Also im ersten Jahr geht man durch die kaufmännischen Bereiche durch, im zweiten Jahr ist dann Werkstatt und Fahren. Und im dritten bin ich schon draußen auf der Linie unterwegs. Also das finde ich einfach total abwechslungsreich. Nachdem wir jetzt den Bus vollgetankt haben, kehren wir ihn von innen aus. Was man außerdem für Aufgaben als Fachkraft im Fahrbetrieb hat, wenn man unterwegs ist auf der Linie, Fahrscheine zu verkaufen, gegebenenfalls Tariffragen beantworten und für die Kunden da zu sein, auch in Notfällen. Wir fahren jetzt in die Waschanlage, damit der Bus nicht nur von innen, sondern auch von außen strahlt. Was man für die Ausbildung mitbringen sollte an Eigenschaften, ist auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Man sollte auf jeden Fall offen für neue Dinge sein. Man sollte ein großes Verantwortungsbewusstsein haben, gerade weil man so viele Fahrgäste in so einem großen Bus mit befördert. Die vertrauen einem das Leben an und damit sollte man einfach nicht spielen. Was für mich persönlich noch wichtig ist, zu sagen, dass der Ausbildungsbüro Fachkraft im Fahrbetrieb nicht nur für Männer ist, sondern dass es auch einfach Frauen machen können. Wir können genauso gut Bus fahren. Also das war ein kleiner Einblick in meine Ausbildung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja schon bald auf Stuttgarts Straßen. Macht's gut!